Austausch von Politikern und Bürgern über ihre Vorstellung von Lebensqualität in Deutschland. Darum geht es bei den Bürgerdialogen der Bundesregierung. Aufsehen hat dabei zuletzt Angela Merkels Besuch in Marxloh erzeugt. Nun findet auch in Hochfeld ein Bürgerdialog statt. Und initiiert hat den mein heutiger Studiogast, Dr. Michael Willhardt vom Verein Zukunftsstadtteil. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Herr Willhardt, was erhoffen Sie sich denn von dem Bürgerdialog in Hochfeld? Also uns ist wichtig, dass gerade so ein Stadtteil wie Hochfeld nicht in Vergessenheit gerät. Und wenn es schon so eine Option gibt, an so einem gesattelten Pferd, sag ich mal, auch teilzunehmen, dann machen wir das gerne. Wir hatten ja vor längerer Zeit mal uns beworben und vorgeschlagen, wir wollen jetzt nicht so, ich sag mal, die Klientele, die am runden Tisch und sonst wo ohnehin zu Hause sind, einladen, sondern wir geben uns mal die Mühe, Klinken zu putzen und so und versuchen mal, unsere neuen Nachbarn kennenzulernen. Vielleicht, wenn wir welche finden können, die Sprecher. Es gibt ja immer die Behauptung, in den Gruppen gibt es irgendwelche Redelsführer oder Sprecher oder Chefs, was auch immer. Für uns ist es auch spannend, rauszukriegen, stimmt das überhaupt? Kann ja sein, das ist gar nicht so. Und insofern haben wir ein bisschen anderes Konzept als sonst. Und wir sind eben auch sehr gespannt, wie weit wir kommen. Und der Weg zum Ziel, also jetzt auch persönlich in die Teestuben, in die Etablissements, auch zu den Geschäftsleuten, die halt ein bisschen Drehscheibe sind, zu gehen, das ist für uns genauso wichtig wie der Erfolg der Veranstaltung am Ende. Das heißt, Sie wollen vor dem Bürgerdialog quasi schon einen Bürgerdialog erzeugen. Genau. Wir verteilen die Einladungen nicht anonym. Wir haben die, ich sag mal, bis jetzt in drei Sprachen übersetzt. Wir haben sie in Türkisch, Rumänisch und Bulgarisch. In Deutsch natürlich auch. Ja. Und wir versuchen das eben zielgerichtet eben auch von Angesicht zu Angesicht auch zu verteilen. Das Ganze wird dann in der Pauluskirche stattfinden. Genau. Wie wird das dann ungefähr aussehen? Wie kann man sich das so vorstellen? Na, wie die Veranstaltung, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in Marxloh war, aber ich sag mal, hier in der VHS war ja im Juni auch eine Veranstaltung. Es gibt zunächst mal eine etwas größere Gruppe, wo man dann Themen sammelt. Das sind so moderierte Veranstaltungen, die dann halt eben als, ich sag mal, ausgewählte Themen in kleinere Gruppen gegeben werden und dann halt eben zu einem Ergebnis geführt, wo man zum Thema sammelt. Für uns ist natürlich einfach sehr wichtig, schaffen wir es eben auch, Menschen in die Pauluskirche zu kriegen, die halt nicht ohne weiteres, es ist ja nicht so einfach, also wir haben relativ viel Erfahrung auch in anderen Vereinen und so weiter, dass Migranten nicht so gerne zu uns kommen. Also nicht, es gibt viele Gründe, man weiß es nicht genau warum, aber sehr interessant wäre für uns natürlich auch mal zu hören, was sind Ihre Erwartungen für ein gutes Leben in Deutschland? Was war denn so Ihr Hauptgrund zu sagen, in Hochfeld, da brauchen wir auch so einen Bürgerdialog, wie es den jetzt zuletzt in Marxloh gab? Ja, ich meine, ein wichtiger Grund ist letztlich, dass wir sagen, ich meine, gerade so angesichts aktueller Entwicklungen läuft ein Stadtteil, der, ich sag mal, nicht so, es ist ja ein Kostgänger. Niemand will so einen Stadtteil im Portfolio haben. Und ich sage, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dieser Stadtteil eben in Vergessenheit gerät. Ja? Insofern ist ein ganz wichtiges Motiv zu sagen, nein, wir sind immer noch da und wir beteiligen uns eben an Plattformen, die uns zur Verfügung stehen. Das Ganze ist eine Veranstaltung der Bundesregierung. Genau. Was erhoffen Sie sich denn von denen dann letztendlich, also im Großen und Ganzen? Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die halt eben, ich sag mal so, die Symbolpolitik allzu sehr bashen, ja, wie das so schön heißt, sondern ich meine, sie ist natürlich genauso wichtig wie vieles andere. Natürlich wird diese Veranstaltung irgendeine Form von Einfluss haben, nicht? Ich meine, Sigmar Gabriel macht morgen eine Veranstaltung in Köln, wo wir auch eingeladen sind. Und ich meine, natürlich wird er diese Erfahrung in irgendeiner Form mitnehmen. Ansonsten ist natürlich so eine Einzelveranstaltung, das wird die Welt nicht dramatisch verändern. Wenn Sie sich jetzt aber tatsächlich eine Änderung wünschen könnten durch diese Veranstaltung, was wäre das? Was wäre für Sie tatsächlich wichtig, dass das in Hochfeld von der Politik einmal aufgegriffen wird? Na, wir haben ja schon ein übergeordnetes Ziel. Also mein Lieblingsziel ist zu sagen, Hochfeld hat tatsächlich einen sehr konkreten Nutzen oder kann einen sehr konkreten Nutzen für die Gesellschaft haben. Und zwar, wir haben ja in gewisser Weise einen Laborversuch. Ja? Also Hochfeld ist, ich sag mal, von so schnellen Wellen von Zuwanderungen quasi auch hat sich so schnell verändert, dass im Grunde kein Ansatz für Integration da ist, bevor halt eben die nächste Welle kommt quasi. Und ich meine, man kann ja einfach, ich sag mal, da sehr beispielhaft, natürlich ist es eine Extremsituation in Deutschland, aber man kann sehr beispielhaft
untersuchen, wie gehen wir eigentlich damit um? Also wie gehen wir damit um, zum Beispiel mit der Sprachfähigkeit? Es gibt ja ein Babylon sozusagen. Es gibt ja fast keine Möglichkeit mehr, irgendeine gemeinsame Sprache zu finden und so weiter und so weiter. Und ich meine, was vor uns ist, ne? Ich meine, dieses Jahr wird prognostiziert 1 Million Zuwanderer, ne? Flüchtlinge und so weiter. Das wird ja nicht aufhören. Also wir werden solche Situationen in Ballungsgebieten, in bestimmten Bereichen immer öfter haben. Und da kann es Sinn machen, nicht nur zu sagen, wie bauen wir so schnell wie möglich Zelte auf, sondern irgendwann muss man auch mal die Frage stellen, und was machen wir als nächstes? Und da könnten wir wie in einem Labor ein Stück weit auch Modelle entwickeln. Und dafür wäre Hochfeld hervorragend geeignet und die Botschaft würden wir gern platzieren. Dann hoffe ich, dass Sie viele multikulturelle Beiträge bei dem Bürgerdialog haben werden. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns im Studio zu Gast waren. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.